Heute erzähle ich euch ein bisschen was über Kaninchen. Also, meine Kaninchen fressen gerne so Karotten, Gurken und trockenes Brot, Stroh, Streu, das alte Streu ist fürs Klo, aber es hat nicht gesund für Dene. Aber Stroh ist aber richtig gesund für ihre Zähne. Sogar hier oben haben wir ja den Zahnstein. Das ist auch gesund für Dene. Und die Snoopy, die gibt ihr Babys Milch. Aber nicht gerade, sondern macht sonst immer so Sabines geworden. Getränk. Gut, warte, ich hole es mir mal. Das ist gut für die Verdauung und das ist auch gut für, dass ihre Haare glänzen. Ich habe nämlich mal den Tierarzt gefragt und die haben gesagt, das ist gut für die Haare, fürs Fell, für die Zähne und für und dann fressen meine Babys noch Möhren und Zuckerrüben und Blumenkohl, Kohlrabi, nicht Kohlrabi, sondern Paprika dürfen die essen, besonders essen die gerne zu diesem Punkt. Also wo ihr es holen könntet, ist Fressnap. Da könnt ihr das kaufen. Vitamine, Tropfen sind Gesundheit. Das würde ich euch empfehlen. Das ist dann meine Babys, die sind echt schmutzig. Die bleiben immer da, wo ich die Schatten. Tut sie nicht so oft raus. Das möchte ich nicht. Ja, und jetzt kommt immer so der Snoopy. Also die Snoopy, die frisst auch so. Das ist nämlich gut für den. Wir können ein bisschen knabbern. Der kann ja nicht. Gut, aber bitte jeden zweiten Tag das Getränk wechseln oder am besten jeden Tag. Und da sind auch Babys, aber die dürfen auch nicht anfassen. Aber manchmal muss man halt reingucken, ob die noch leben. Also, bis bald und kommentiert meine
Seite oder tut am besten mich abonnieren, damit ich nicht mehr von meiner Arbeit.